Die B2B-Digitalisierung ist für mich, sind zwei Schritte. Der erste Schritt ist die digitale Optimierung. Das versteht der klassische Deutsche darunter, so Industrie 4.0. Die Roboter stellen die Autos her und nicht mehr wir Menschen. Dann heulen wir natürlich erstmal, dass wir die Arbeitsplätze los sind. Dabei haben wir dann andere Arbeitsplätze. Aber das alles wird nicht reichen. Wir müssen sozusagen obendrauf auf die reine Produktion digitale Geschäftsmodelle, Plattformen selber erfinden im B2B-Umfeld. Sonst werden wir diese Halbzeit auch noch verlieren. Aber da haben wir beste Chancen, weil keiner so gut produzieren kann wie wir. Wir müssen jetzt nur nicht nur Exportweltmeister mit Produkten sein, sondern auch noch mit Datenmodellen, anstatt Angst vor den Daten zu haben.